Hey Leutchen, mein Name ist Chris. Wir spielen Cyberpunk und möchten da hinten noch alle Verbrecher ausschalten und generell da noch ein paar Missionchen machen. Und auch dann draußen noch weitere paar Missionchen machen, um dann irgendwann noch ein Graffiti zu finden und dann wieder rauszugehen in die Stadt. War da genug außerhalb. Vielleicht übersehen den Kleinen. So. Da war es nur noch einer. Glaube ich zumindest. Sieht gut. Ich weiß nicht, ob es gut aussieht, aber es sieht so aus. Erzählen kann es klar einen Vorteil. Da gab es noch zwei, haben sich dahinter versteckt. So. Ich glaube, das war's jetzt. Sehr gut. So, haben wir noch irgendwas? Hier ein Auto, das nehmen wir jetzt mal mit. Wir wollen noch ein bisschen fahren und wir müssen noch ein bisschen fahren bis zum nächsten. Denn der ist ein Stückchen entfernt. So. Da bin ich wieder. Am Zeug ist manchmal so ein komisches Geräusch auf den Ohren. Ich weiß nicht, von was das genau kommt. Dann starte ich das Spiel und dann ist es gefühlt wieder weg. Deswegen, ja, mal die kleine Unterbrechung. Ich hoffe, das Ganze ist jetzt weg und es ist jetzt besser funktioniert. Und bin gespannt, ob das dann unser Auto wird und ob das dann irgendwann wieder weg ist. Man weiß es nicht. Fragen über Fragen. Mal gucken, welche wir davon noch klären können im Laufe des Videos. So, wir müssen, glaube ich, hier stoppen. Ja. Achso, ich drücke mal zweimal schnell B und das funktioniert nicht. Wir müssen dann lang gedrückt halten. Hallo, ich bin gerade undercover. Fahr vorbei. Wir können ja mal in der Zwischenzeit das Ganze ja pingen und gucken, ob es noch wirklich die zwei sind oder mehr. Ah, da hinten ist noch einer. Ah, da hinten sind zwei. Wer bist du? Wieder hoch. Okay, wir schaffen das. So, geschafft. Verbinden. Okay. Wir fangen an. Ah, ich habe wieder das Geräusch auf die Ohren. Na gut, wir ziehen es so durch. Ich hoffe, ihr stört euch nicht so, wenn doch dann. Verzeihung. Tut mir leid. Okay, 55. BD. FF, da habe ich gerade nicht aufgepasst. Geht gut auf.
Sehr schön. Läuft. Wir nehmen jetzt mal so ein Auto, das sieht aber auch schick aus. Okay. So. Und wir wollen weiterfahren. Geradeaus, dann ein Stückchen nach rechts. Da ist hier ein Tattoo. Ah, Graffiti. Oh, das Fenster. Ne, das ist gut. 10 von 20 haben wir schon gefunden. Da ist ein Busch auf der Straße. Einfach so. Sollte irgendwo hier sein. Das ist witzig. Das gefällt mir so. Fehlen auch nur ein Stück. Nee, das ist cool. Das will ich haben. Ja. Gucken wir nach hier. Das geht auch recht schnell. Dann gucken wir nach da. Das geht, glaube ich, auch nicht viel länger. Ja, unerkannt bleiben, wobei. Oh. Sehr gut. Oh, bald ein Level ab. Ah, toll. Darauf habe ich gewartet. Oh, fuck, wo ist er? Verteilt. Warte mal. Hey, komm weg. Sehr schön. Wir brauchen nicht. Wir gucken uns halt auch die Nachrichten, ob es da irgendwas gibt, was interessant ist. Und sammeln das alles ein. Ne? Sehr gut. So. Können wir gehen? Haben wir schnell die Nachricht geöffnet? Querfeld einfahren und dann, ja, die beiden Dinger noch machen. So, alle Stückchen reinrutschen.
und können uns mal hier austoben. Ah, da hinten ist noch einer. Bist du von den... Gut. Kann sammeln gehen. Warum liegt der denn so weit oben? Und ja, machen wir uns weiter. Hier vorne war noch einer. Zweimal schnell gedrückt, ich glaube, das brauchen wir auch nicht machen. Das müsste hier vorne sein, so. Total unauffällig, wie wir ankommen. Fällt nicht auf. Na, haben wir es gleich? Bisschen. Ah, was haben die hier gesucht? So. Ah, wir haben so viel dabei. Wir müssen ein bisschen rausschmeißen. Machen wir auch gerne. Und gucken mal eben, ob wir denn von den Waffen, was wir eingesammelt haben, irgendwas Besseres ist, was wir jetzt haben. Wir haben hier eine Pistole, die ist ein Tick besser. Nehmen wir. Dann haben wir hier noch ein Gewehr. Oh, das ist echt schlecht. Und das können wir alles wieder vernichten. Sollten wir gleich haben. Schön. Mal gucken, ob es hier was Besseres gibt. Nee. Oder? Aber komm, das können wir noch so verbessern. Na, da gibt es auch was Besseres, aber die behalten wir auf jeden Fall. Scheiß machen wir wieder weg. Weg. So, passt. Und haben wir hier was Besseres? Nee. Wobei das unten drunter, das sieht man jetzt auch nicht mehr. Auch weg. Und Hose. Ah, jetzt wird es langsam ein Outfit. Sehr gut. Ja, ich wollte zur Herstellung und sehen, ob wir hier was machen können. Also erstmal hier das blaue Zeug herstellen. Danach dann das lilane. Und dann so Schritt für Schritt nach oben. Wir können ja mal eben gucken, Schwerter nicht. Hm. Na gut. Einmal gedreht, jetzt weiß ich, wo ich herkam. Ah.
So, wir begeben uns jetzt einen Tick nach hier und befreien dann noch den Typen. Ich mag das Auto. Muss mal finden. Ungewöhnliches für dich. Du musst Trevor Press Leiche zur angefügten Adresse bringen. Der Junge wurde von Reeves umgebracht. Trevors Eltern wollen ihren Sohn begraben und können es nicht. Aber du kannst ihn nach Hause bringen. Alle nötigen Infos sind anbei. Okay, machen wir gerne oder auch nicht. Gerne mal in. Kommt gerade nicht aufs Wort. In Wien. Also auf ein neues. Weg sollten wir noch kennen. Glaube ich nicht allzu schwierig. So, da sind wir. Wie? Ich habe da was Ungewöhnliches für dich. Du musst Trevor Press Leiche zur angefügten Adresse bringen. Der Junge wurde von Reeves umgebracht. Trevors Eltern wollen ihren Sohn begraben und können es nicht. Aber du kannst ihn nach Hause bringen. Alle nötigen Infos sind anbei. Okay. Und auf ein neues. Ist da oben einer? In der Tat. Hey, greift euch selbst an. Ganz viele Minigen aber hier. Noch ein bisschen, wo unsere Arme so basiert. Ja, vielleicht der da hinten ist ein bisschen. Weg jetzt. Noch irgendwas lebt oder irgendwer? Okay. Schön.
Ich hoffe, ich finde noch keine weitere Mine. Was ist das, wo die Blutspur hinführt? Ich habe Augen im Kopf, Johnny. Brauch keinen sechsten Sinn, um einer Blutspur zu folgen. Okay, wo läuft sie hin? Blut, wo geht's weiter? Geht's jetzt weiter? Sind wir jetzt im richtigen Himmel raus? Ja, wir sind super richtig. Ist? Ich glaub schon. Wo ist ein Wagen? Ah, da vorne. Wir tragen ihn hin, es dauert ein bisschen. Und dann gehen wir mal rein, holt das Orange. Ne? Nein, das war lila. Das meine ich. Sieht er auch wieder weit weg. Okay, pack ihn hinten rein. Zeit nach Hause zu gehen. Wie? Dank dir können Trevors Eltern endlich ihren Sohn beerdigen. Ich bin dir echt dankbar. Auftrag erledigt. Okay, cool. So, verbinden wir. C1, wir fangen hiermit an. A7. 55. In dem fällt gerade gar nicht. Schade. Wie geht's aufs Dach? Muss es irgendwo eine Leiter geben? Nein. Ah, da. Gut, dann klettern wir halt die Leiter hoch. Auf ein neues. Wir fangen an mit E9.
Ich entscheide mich für das, weil, ja. Hätte es halt gerne. Nein. Schade. Versaut. A7. Ah, Riesenloch. Nicht alles. Hm. Naja. Das sah auch sehr tief aus. Grundsätzlich ging das ganz gut aus. Hm, komisch. So. Freue mich. Hat gut funktioniert. Hab wieder ein bisschen was gewählt. Ich muss mal gucken, wo wir hin können und wollen. Und sollen. Wir hätten hier noch so ein bisschen Kram, aber ach, komm, egal. Oder da noch so ein bisschen was. Hier noch so eine kleine Nebenmission. Und da noch was. Wir können den noch nachgehen. Ach, nicht verfolgen. Also dahin wollen wir. Ich hoffe, ich merke es mir. Stopp. Ziel wählen. Und begeben wir uns wieder in die Stadt und machen diese dort unsicher. Meter. Ist entspannt um die Ecke. Tür. Okay, das ist eine Tür. Tür? Komisch. Entschuldigung. Oh, sorry. War gerade woanders. Willkommen im Dewdrop-Inn, wo jeder Tag mit einem Lächeln beginnt. Yay. Ziemlich ruhiger Laden hier. Entspannt. Findest du? Das verdanken wir sicher Sixth Street. Wenn irgendjemand unsere Gäste belästigt, sorgen die für Ruhe. Oh, shit. Du bist kein Bulle, oder? Ganz im Gegenteil. Okay, gut. Ich soll nämlich nicht mit Bullen reden. Ich wollte mich hier mit wem treffen. Booker Updike. Okay. Und? Ist er hier? Weiß nicht. Ich bin nur die Vertretung für meine beste Freundin. Die ist krank. Krieg ich spontan noch ein Zimmer? Moment, ich guck mal. So nett. Ein Zimmer im Erdgeschoss wäre frei. Ist das okay? Das nehme ich. Nova, das ist Zimmer 106. Moment, ich muss noch das hier vorlesen. Dewdrop Inn übernimmt keinerlei Verantwortung für Sachbeschädigung oder die Gesundheit der Gäste. Wir behalten uns vor, Gäste, falls notwendig, des Gebäudes zu verweisen. Schönen Aufenthalt. Danke. Fühl mich wie zu Hause. Macht aber auch gerade keinen guten Eindruck. So, wir haben 55. 55 sehe ich nicht, aber ganz viel BD. Irgendwann eine 55 mit Einhorn. Ja. Nein. Oh, wunderbar, hat funktioniert. Wer bist du?
Wer ist da? Okay, passiert noch was? Okay, jetzt nicht mehr. Hat gerade so ein bisschen gewackelt, das war nervig. Gästeliste. Nee, halt, ich wollte eigentlich hier verlinken. Kein zweites. Okay, C1 sehe ich auch nicht, A7 sehe ich auch nicht. Dauert viel zu lange. Nee, wird nichts. Komplett verpeilt. Noch ein neues. Und los. So, wir haben A7. Da, E9. Ich mache von jedem was, aber nicht das, was ich eigentlich möchte. Das ist gerade sehr nervig. Sehr nervig. Okay. Das war sehr bescheiden. Reden nicht mehr drüber. So, wir Zimmer 102, die 103. Ah, komme ich so nicht rein. Verschlossen. Hey, arbeitest du hier? Nee, ich genieße nur die tolle Aussicht. Ich Alles schön. Gefragt, aber ich kann auch ganz anders. Okay, schon gut. Leg dich ab, okay? Ja, ich bin so eine Art Hausmeister hier. Lebner, Elektriker, alles mögliche. Ich suche einen Kumpel. Huka Updike. Moment. So ein großer Weiße? Will immer seine Ruhe haben? Kann sein. Hab ihn schon lange nicht mehr gesehen. Wieso will er seine Ruhe haben? Naja, der hat sich in seinem Zimmer eingesperrt. Kommt nie raus, nicht mal für einen Kaffee morgens. Aber hey, der Kunde ist König, oder? Wenn er nicht gestört werden will, stören wir ihn auch nicht. Schließ mir sein Zimmer auf. Ich hab doch gerade gesagt, dass wir Privatsphäre hier ernst nehmen. Der wird schon rauskommen. Wir nehmen Privatsphäre ernst. Wie viel zahlt man dafür so? So viel? Oder etwas mehr? Ein bisschen mehr. Hier, jetzt schließ auf. Und zwar schnell. Na gut, komm mit. Aber sei leise, okay? Okay. Du hast mich nie gesehen, klar? Puh, was für ein Saustall. Sogar schlimmer als deine Bude. Ha, ha. Erstickt, würde ich sagen. Wahrscheinlich im Schlaf. Ein gewaltfreier Tod in dieser Stadt? Dann wäre er ein Glückspilz. Ist hier noch irgendwas drin, ne? Oh, ich muss kotzen. Riechst du das?
Die Belüftung. Dämpfer aus dem Raum oben drüber. Moment mal, ist es nicht... Ah, oh, Neoamphetamine. Willst du mir echt verklickern, du könntest Drogen so leicht erschnuppern? Wie ein Polizeihund? Polizeihund? Nein. Wie ein Sommelier. Lass uns oben mal nachsehen. Denke, unser Ripper hebt seine Vorräte da auf. Irgendwo mit Lüftungsschlitz. Zwei und hier ist die... Oh. Krass hell. Was jetzt? Okay. Irgendwas passiert. Ich weiß nicht was. War ich gerade woanders? Okay, wir rennen nochmal schnell zurück und sind verwirrt, wie wir von dort, wo wir gerade waren, nach da, wo wir jetzt sind, gekommen sind. Ich habe keine Ahnung. Also überhaupt keine. Ist es vielleicht noch ein Tick zu früh für die Mission? Haus? Ja, das ist das Haus. Ist das die 103? Ah, verschlossen. Fürchterlich. Auch verschlossen. Na gut, machen wir mal das hier und labern noch mit dem Hausmeister. Vielleicht ist er auch uns da sehr behilflich. Die 55. E9. Sehe ich nicht. A7 sehe ich auch nicht. Dann ist die 55 ganz gut. Echt jetzt? Doof. Gut. So, jetzt sind wir hier oben, aber das bringt uns auch nicht. Müssen wir irgendwo in den Raum rein. Ich weiß gar nicht, wie ist so bei mir eigentlich? Ansonsten müssen wir echt nochmal später wiederkommen. Brauche ich denn 4 Stufen? So gehen. Fenster? Ich hab da was. Sichere den Bereich. Wir quatschen die nochmal an. Okay, der mag nicht. Musst du irgendwie zu schaffen sein.
Es sind gefühlt die gleichen Dokumente wie gerade eben. Das versuchen wir noch einmal. Ansonsten machen wir die nochmal später. Lassen wir die erstmal hier abbrechen und das dann nochmal zum anderen Zeitpunkt versuchen, denn so bringt es ja jetzt überhaupt nicht viel. C1. Gut, 55 sehe ich nicht. Stunde hier, oder? Bitte nicht stören. Okay. Ich warte auf jemanden. Bitte geh einfach. Okay. Ein sehr komisches Hotel. Hier auch nichts. Hier auch nichts ist verschlossen. Hier möchte ich gerne reinkommen. Da brauchen wir aber noch 4 Punkte. Das ist sehr nervig. Okay. Machen wir es nächste Mal. Also, die heben wir uns auf und kommen dann nochmal irgendwann wieder. Genau, ich bedanke mich. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Gerne kommentieren, abonnieren, ein paar Däumchen da lassen und das nächste Mal einschalten. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, euer Chris. Bye.